sun, searching for a longer day. Hallo. Hallo. Wir haben uns jetzt noch Folgendes überlegt. Und zwar, vielleicht können wir mit unserer Erfahrung dem einen oder anderen ein bisschen helfen. Und zwar geht es darum, einen Job zu finden in Australien. Was eigentlich die meisten von euch ja betrifft. Und genau. Wir haben ja schon so einige Jobs gefunden hier. Und zwar ist das mit der Farmwork. Werden wir mal so grundlegend erzählen, wie wir das so gemacht haben. Also wir sind meistens, also was natürlich viel besser ist, wenn ihr ein eigenes Auto habt. Genau. Weil dann könnt ihr einfach die Farmen abfahren, weil. Also unsere Erfahrung und was mir auch viel mit anderen Leuten drüber gesprochen ist, dass die Farmers halt bevorzugen, persönlich einen zu sehen und mit denen zu reden. Dann sehen sie gleich, wenn ihr gutes Englisch sprecht, ist immer sehr wichtig. Genau, also zu jeder Farm, wo wir gesehen haben oder zu jedem Shed sind wir hin und haben gefragt. Ja. Also grundsätzlich anfangen würde ich so, da gibt es eine Seite, die heißt zum Beispiel Harvest Trail, einfach in Google eingeben, dann seht ihr, wo gerade Saison ist oder was als nächstes geerntet wird. Und dann würde ich einfach so ein, zwei Wochen vorher in die Gegend fahren und dann die Farmen abklappern mit dem Auto. Ja. Was dazu kommt nochmal generell, also die meisten warten oder viele warten halt, bis sie schon ziemlich knapp mit dem Geld sind. Das haben wir jetzt halt zum Beispiel nicht gemacht, weil dadurch müssen wir nicht irgendwelche schlechten Angebote annehmen, weil so geht es halt vielen, da müssen sie irgendwie was annehmen, was halt nicht so toll ist und verdienen dann nicht und dann lohnt sich's nicht und dann kommt man nicht so richtig raus und verliert einfach nur Zeit und hat vielleicht keine tolle Arbeitserfahrung. Weil wir waren bis jetzt auf allen Farmen, die wir waren, hatten eigentlich immer gute Erfahrungen. Ja. Nehmt euch einfach Zeit, auch wenn es vielleicht 2-3 Wochen dauert, sucht in Ruhe. Da würde ich gleich mal davon abraten, macht nichts mit dem Contractor, macht nichts mit Working Hostel, weil es ist wirklich, es kann sein, dass vielleicht mal ein guter Contractor dabei ist, aber der Großteil ist einfach, will nur einen Vorteil aus euch herausholen und da, wir haben so viel, also Leute werden gar nicht bezahlt oder werden einfach schlecht bezahlt. Ja, dann lasst es einfach bleiben. Dann gibt es immer das, dass man im Working Hostel irgendwo dann quasi leben muss. Ja, also quasi im Hostel und dann zahlt man schon $200 pro Woche pro Person, dann bei zwei Personen schon $400, dann mag sein, man hat vielleicht den normalen Lohn, aber dann lohnt sich schon wieder nicht mehr. Also rechnet euch wirklich vorher aus. Wir haben auch teilweise manchmal was abgelehnt. Ja. Weil rechnet euch vorher aus. Wenn ihr mal anfangt, dann merkt ihr, es lohnt sich gar nicht. Dann ist schon wieder zu spät. Dann habt ihr schon Zeit kaputt gemacht. Und Geld. Ja, grundsätzlich ist auch Gumtree sehr zu empfehlen. Also wir haben auch mit Gumtree was gefunden. Genau. Gumtree ist die Sache, das sind so viele Leute, wo alle da reinschauen. Da haben wir es jetzt auch so die Erfahrung gemacht. Also so Dinge, so Anzeigen, die schon ein, zwei Tage alt sind, würde ich nicht mal mir die Mühe machen, eine Bewerbung hinzuschreiben. Wir haben auch mit den Farmern und so direkt gesprochen, was die für Anfragen kriegen. Also da kann es gut sein, in einer halben Stunde kriegen die mal kurz so 50 Anrufe oder so, nachdem sie eine halbe Stunde drin haben oder eine Stunde. Also wir haben auch jedes Mal, wir haben zwei Jobs haben wir über Gumtree gefunden. Ja. Und es war jedes Mal, war die Anzeige vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde drin und ich habe gleich angerufen und dann hatten wir gerade noch so Glück. Also ich würde nur die neuesten Sachen einfach das. Wir haben es so gemacht. Wenn ihr in Gumtree reinschaut, dann müsst ihr uns immer so ein paar Stunden Takt machen, da wirklich Update. Ja, immer einen Blick halten. Genau. So, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also ihr schaut quasi mal morgens rein. Ihr geht am besten irgendwo hin, wo ihr Geld spart, wo ihr nicht viel ausgebt. Am besten irgendwie, wir haben es immer so gemacht, waren wir in einem Free Rest Area, haben wir übernachtet und wo wir irgendwie noch in der Nähe kostenlos duschen konnten und so weiter, dass wir halt da auch möglichst sparen, während wir einen Job suchen. Und dann einfach im Blick halten, alle paar Stunden reinschauen, dass ihr einfach das Glück habt, wenn gerade eine frische Anzeige reinkommt, dass ihr eine von den ersten seid, weil ich denke mal alles sonst. Aber ansonsten müsste es eigentlich gar nicht so schwer sein, einen Job zu finden in Australien. Also ihr findet auf jeden Fall einen Job. Das Einzige ist, achtet wirklich drauf, lasst euch nicht irgendwie abzocken, weil es gibt genügend Leute, die das hier machen und wirklich dreist auch genügend Backpack Leute getroffen, umgehen. Bei denen das passiert ist und die erst im Nachhinein dann gesehen haben, der Arbeitgeber ist ein Arschloch oder er bezahlt nicht und das Geld kommt viel später oder überhaupt nicht und so, von daher.
Genauso auch wenn ihr Second Year Visa wollt, müsst ihr auch sicher sein, dass ihr die Tage unterschrieben kriegt und so weiter. Ist alles wichtig. Ja. Ihr findet auf jeden Fall einen Job, macht euch keine Sorgen. Fahrt einfach in die Gegend, wo es Arbeit gibt. Halt, ihr müsst vielleicht manchmal flexibel sein, was bei uns auch so war. Wir haben dann zum Beispiel in der Gegend wollten wir gerne noch bleiben, haben dann nichts gefunden, dann haben wir anders was gefunden, sind wir halt dahin gefahren. Schließt euch vielleicht zusammen, wenn ihr kein Auto habt, fahrt zusammen Farmen ab. Also ich denke, das ist wirklich die beste Möglichkeit, weil viele Farmer sind halt noch so, die haben zwar immer Arbeit, wo getan werden muss, kann auch sein, die haben vielleicht für ein, zwei Wochen was, wo es jetzt gar keine Anzeige machen würden oder sonst was, aber wenn ihr vorbeikommt und ich sehe, sagen sie, ja, könnt ihr mal anfangen und dann kann es sein, sie sind zufrieden mit euch, dann könnt ihr länger bleiben, wie es bei uns auch bei den anderen Farmen war. Wir haben zum Beispiel nur für Baumwollernte angefangen, wollten eigentlich 3 oder 4 Wochen bleiben und am Ende waren wir eigentlich fast 3 Monate da. Also. Und dann habt ihr auch eine schöne Zeit, tolle Erfahrungen, weil man kann echt eine tolle Zeit auch da haben. Also. Ich habe noch einen Tipp mitbekommen oder mir erfahren, dass was auch gut wäre, und ich weiß nicht, ob es sich lohnt, aber ich denke bestimmt, wenn man einen Job sucht, dann geht auch manchmal abends in die Kneipen, weil viele Arbeiter, die treffen sich abends in die Kneipen, trinken Bier. Ja, die Farmer und die Chefs. Farmer, genau. Geht einfach abends mal da rein und fragt euch da mal durch. Ich bin mir sicher, das ergibt sich bestimmt auch was. Also wir haben es noch nicht gemacht, wir haben es nur erfahren, von daher ist es bestimmt auch ein guter Tipp. Ja, wir haben es oft gehört, das ist ein guter Tipp. Also wir haben auch Leute, die teilweise seit Jahren hier nur durchreisen und immer Jobs finden, die gehen eigentlich in die Kneipen und reden einfach mit den Leuten und trinken mit einem ein und dann nächsten Tag fangen sie irgendwo an. Ja. Ja. Also einfach auch mit den Leuten reden, fragen, fragt Leute, wenn ihr irgendwo jemanden seht, redet mit Leuten, eigentlich die auch schade sind, fast immer total hilfsbereit und haben euch irgendeinen Tipp und gebt einfach nicht auf, es kann gut sein. Also das Ganze mit den Resumes und so ist bei den Farmen eigentlich überbewertet, bei den meisten braucht man es eigentlich gar nicht. Und ja, lasst euch nicht unterkriegen, wenn ihr mal nichts findet. Nehmt euch einfach Zeit, sagt so, jetzt suchen wir rechtzeitig einen Job. Und wenn es 2 Wochen dauert oder was auch immer, macht es. Ja. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und viel Glück euch anderen, die alle auf der Suche sind. Ja, kriegt es schon hin. Wir haben es ja auch hinkriegt. Genau. Also bis dann, hoffentlich hat es geholfen. Tschüss. Ciao.